Ach, deine Tasche wird nass. Oh Gott. Das Papier. Ja. Alles gut. Gut, alles gut. Ja, dann setzen wir das mal hin. Was ich so ein bisschen genervt habe, ist, dass ich habe ja gerade dieses Malaria-Spiel. Ja. Will das brauchen? Das brauchen wir. Und jetzt läuft mir das in die Augen. Und das ist total scheiße. Was hat sich an letztes Jahr erinnern? Und das wird ja ein bisschen. Aber wir brauchen heute keine Malaria-Prophylaxe. Nee, jetzt nicht mehr. Nee. Ich gehe mir jetzt auch mit dem Taschentuch durchs Gesicht, dann muss ich mir die Sorgen nicht mehr machen. Ja. Ich habe es ja ins Gesicht gemacht, nur das läuft mir in die Augen gerade rein. Ach so. Ne? Und im Augen, als Scheiße gesagt hat, hat sich das im Augenwinkel schon leicht drin. Ne? Ist aber nichts passiert. Ja. Die nassen Haare, ne? Tropft das dann so. Tropft das alles. So, wie schön. Naja, wir machen das jetzt, wir sind keine Engel, wir müssen uns nicht alles schön sammeln. Ne? So. Beautiful. Ich habe Zigaretten, ich habe Feuer und Gin Tonic. Und dich? Hasen. Ne? Ja. Der Kerl, der keinen Sex kann und will. Genau. Hast du eine Frau mehr vom Leben? Ne? Und die Emanzipation noch ein größeres Graul ist als alles andere. Stimmt doch gar nicht. Nee, das stimmt wirklich nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ne? Nee, ich weiß. Sonst wäre ich nicht mit dir befreundet. Ach ja. Ach, könntest du mir total den Schimpf umgehen auf Dauer? Weil ich hätte bei dem Daniel so ein bisschen das Gefühl. Aber vielleicht wird man ihm dann sagen, ich sage auch Gefühl. Nein, nein. Daniel ist ganz leicht. Also natürlich hat er manche Matze zusammen gehabt, aber das hat jeder Mann. Und jede Frau uns auch, hat auch Matze irgendwann. Ne? Nein, Daniel war jemand, der gut und gerne gekocht hat, der, wenn ich gekocht habe, immer abgespielt hat, seinen Sohn auch so erzogen hat, so, ich habe die Abend schon gekocht, das kriegst du auch, jetzt spielen wir zwei ab und so weiter, ne? Ja. Nein, überhaupt nicht. Achso. Also überhaupt nicht, ne? Der hat schon mal total, aber eben nichts Dramatisches. Mhm. Ja, das ist auch ein Matze. Ja, das glaube ich. Ja. Mhm. Das ist aber auch eine Generationsgeschichte. Bisschen. Die 60er Jahre, die 68er sind ja alles möglich gewesen, aber emanzipatorisch geht es nicht. Ne? Erzählt dich bitte jetzt nicht. Bitte? Erzählt dich nicht jetzt nicht. Die Elefanten noch da? Nee, ja, die sind, glaube ich, irgendwie jetzt noch am... Ich sehe sie im Moment nicht. Die sind jetzt, glaube ich, alle in den Flussbereich da reingehen. Mhm. Doch, ich sehe sie. Wenn du da runter kommst, ja, wo der Wasser, die Wasserflaschen sind. Doch, da steht zum Beispiel einer. Ja, ja, da das könnte auch ein Baum sein. Nee, das ist ein Elefant, das bitte. Okay. Und da hinten wird auch Pfützig wieder laufen, ne? Glaube ich. Ja, das ist ein Pfützig. Ja. Naja, andererseits ist das ja auch nicht so schlecht, weil wir dieses Ding hier haben. Ne? Ja. Dann müssen wir uns das mal überlegen. Das hat nicht für den Blick. Ja. Warte mal. Er hat gesagt, das war das Schlimmrecht in den nächsten Tagen. Ne? Nee, das hat er nicht gesehen. Ich will doch, meine... da warst du weg. Ja? Ja. Habe ich ihn nochmal gefragt. Ich will dann wirklich wieder bleiben. Ja. Ich schon in der Nase. Ich hab's mir besoffen. Ja. Das ist auch mal smart. Nee, du hast ich, nicht. Ich und ich. Nein, ich. Nein. Nur ich und nur ich. Und über genau. Ich. Und über ich. Genau. Also dieses Soziale halt. Ne? Dass man, Herr Gott, ne? Ich renne in den Regen um uns. Ja, Entschuldigung. Ja, nein, ich versuche kurz zu erklären. Ich mache keinen Vorwurf. Und Gott noch. Hey, ich mache dir im Grunde noch überhaupt keinen Vorwurf. Dieser, sei doch, wie du bist. Andreas ist eben, wie er ist. Der ist immer ganz sich selbst. Sei, wie du bist. Ja. Also, du musst aber auch damit rechnen, dass es mir nicht gefällt, aber das ist mir egal. Also, das kann dir auch egal, dass es mir gefällt oder nicht, aber ich kann es dir ja mal sagen. Ne? Ja, aber das ist... Und das eine ums andere Mal kann man ja vielleicht auch was draus ziehen. Ne? Das tue ich ab und zu ja auch. Ja. Ne? Und wenn ich gar nichts sagen würde, wäre das auch nicht zufrieden. Ich mache das ja nur für dich, ne?
Ja. Weil ich ja auch nur an dich denke. So, wie schlimm ist denn das jetzt mit dir? Ist Anke entweder auf der Suche? Oh nein. Welches Tor habe ich jetzt geöffnet? Ja, sind alle verschwunden von der. Ja, ja. Na, ein paar sind noch, aber die sieht man kaum noch. Das ist doch kein Wunder, ne? Ich habe uns die Wassertrommel rausgestellt, dann werden die wenigstens gut. Ja, das macht die Kraft. Sind die dann sauber? Ja, wir stellen die nachher, wenn wir hier bleiben, einfach dahin. Und wenn das Wetter etwas auf ist, dann baue ich die Zelte da am Rand auf, ne? Da wo die Kinder ist. Das mache ich wahrscheinlich jetzt morgen. Also abschließend. Das war die abschließend da. Je nachdem, wie du meinst. Ja. Ist das ein Bettchen hier? Oh Gott. Wie war es denn morgen? Das erste Mal und jetzt pisst. Die ganzen Tage hat es nicht gepisst. Jetzt pisst nur jetzt selbst. Ein bisschen der Aufruf hat es ja schon.